Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, weiter geht's hier. Wir schwimmen hier gerade so auf Route 26 herum. Oh, und ich habe vergessen, dass ich meinen Schutz anwähle. Ha! Daran sollte man auch denken. Wäre nicht so verkehrt. Oh, mein Dragonfly ist am sehe ich gerade. Dann müssen wir schnell eine Bleibe reinsetzen. Und einen Trank. Und dann noch einen Superschutz, Hyperschutz oder Topschutz, egal, irgendwelche Schutz halt. So, hier war irgendwo ein Schwimmer. Ah, da ist er. Schwimmen, Verlangen, volle Kappe, Einsatz und so geht man fit. Und ich schwimme, denn ich schwimme. Wenn man so schön ist. Das wird wahrscheinlich gar nichts abziehen. Ja, war irgendwie klar. Ach du Scheiße. Wer kann mir das helfen? Snorra. Du packst das. Gara, das ist ziemlich powerful, huh? Aber es ist verwirrte Fuchtler. Aha. Aber das Norway einmal tschack und bumm und weg ist es. Sehr schön. Boah, sorry Leute. Das am Anfang von der Folge. Boah. So, wir kommen nicht weiter. Wahrscheinlich muss ich hier Taucher einsetzen. Oh, hallo! Ich bin mit ganzem Herzen frei. Und ich schwimme, weil ich Lust habe. Und mein Liebeskuss hilft mir immer. Aha, wo ist die Rocket? Hinter. Weißt du, mein Liebeskuss ist nämlich ziemlich stark. Für die Verhältnisse, das ist kleines, feines. Aber was erzähle ich dir da? Das interessiert dich wahrscheinlich auch gar nicht. Meinst du? Tja, irgendwer muss mich ja vor dem bösen Bewältigen. Eine Welle kommt, dann werde ich weg. Ja, das stimmt. Und mein Lebiskus passt auf, dass ich immer brav bin. Und immer schön schwimme. Das ist auch gut so. Aber Aquakinade ist nichts gut. Sehr schön. Nächster Level Up. Oh, das braucht unbedingt mehr Initiative. Dein Herz ist größer als meins. Warum hast du es auch gewonnen und ich nicht? So, wenn es jetzt wieder jetzt nach vorne. Snorra. Schau dir meine Träne, den Körper an. Ich
sieht aber mehr Muskeln aus, ein schwarzer Ortmann. Das war jetzt ein Reim. Und das, was ich jetzt mache. Und ich von den Socken. Oh, ich wollte nicht zur Schneider machen. Egal, ist trotzdem weg. Ein Stern, ich. Und da, oh, meine Maus. Und da mein Snorer ja nicht fighten kann. Oh, ich wollte irgendwie. Naja. Zu schnell gedrückt. Aber was soll's. Auch fast. Das dürfte eigentlich gar nicht viel ab. Okay. Ich korrigiere. Das zieht verdammt viel ab. Ups, viel zu stark, nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht, das war gut. Ja, das tut mir nicht schlecht. Ich würde dich gerne mal besser kennenlernen. Ja, toll, danke. So, hier kommt man überall nicht raus. Ist irgendwo noch, ah, da hinten ist eine Schwimmerin. Die versteckt sich bloß. Oder komme ich da überhaupt hin? Okay, Schutz wird nicht mehr. Dann. Ich hatte auch noch so viel normalen Schutz. Machen wir mal einen normalen Schutz an. Ist ja egal. So, was ist, wenn ich hier rüber schwimme? Ah, hier komme ich gar nicht rüber. Okay. Verbraten wir mal den ganzen Schutz, den ich hier habe. So, gegen euch habe ich ja schon gekämpft. Gut, dann ist hier die Route jetzt abgeschlossen. Dann würde ich sagen, auf zur nächsten Route. Route 127. Oh, das ist ein Doppelkampf. Spikes. So, welche Palmen habe ich denn vorne? So. Hallo ihr zwei. Fünfte Pokémon habe ich jetzt auf dem Tisch. Ich bin heute aus der Höhe. Unser Kampf soll langsam und methodisch sein. Aber auch elegant. Und gewinnt. Ja, wie denn nun? Ja, die sollen einfach gut sein, würde ich sagen. Also. Oh, kacke. Na gut. Dann auf in den Kampf. Habe ich genau die richtig kleinen Pokémon noch vorgesetzt. Aber so richtig genau. Oh, Panzererbon. Aua. Tschüss, Aerofly. Dankeschön für deine Hilfe. War nett gemeint. Super. Zeig, was du drauf hast.
Ja, und Snorlax, das soll einfach mal schlafen. Konfusion. Oh nee, nicht Dönerwelle. Er braucht schon diesen Döner. Diese dönerige Welle. Braucht doch niemand. Geradax. Alles klar. So, Snorra, mach Schlitzer und du machst Konfusion. Ah, Konfusion, sag ich. Oh, Stahlflügel. Okay, zieht mich zu. Oh, Surfer. Naja, macht nicht so viel. Das passt schon. Oh, Snorra. Du sollst angreifen, agieren. Kaputt machen. Agilität, naja. Ja, Snorra, ich weiß, du faulenst. Du bist ein alter Schlenzer. Und Faulenzer. Aber trotzdem Level 38 erreicht. Das passt sehr gut. Okay, gib auf. Du hast mir ja keine Zeit gegeben, mir meine Strategie auszudenken. Das wirst du mir büßen. Sonnenbonbon. Aha. Das finde ich sehr schön. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, einfach so ein Pokéball liegen. Zick! Ha, 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 ha. Ja, ihr Ball voll. Ja, weil ich den ganzen Scheiß hier hab. Sonnenstein, Kingstein. Hat irgendein Pokémon von euch? Oh, man muss sich jetzt alles suchen, was ich jetzt wegschmeißen kann, oder was? Naja, scheiß drauf. Schmeiß mal den Zickzackbrief. Ich will den Zickzackbrief wegschmeißen. Müll. So, brauche ich nicht. Ich brauche Zink. Damit ich Zink gleich wieder verwenden kann. Oh, das ist so eine Kacke, ey. Hebt den Spezialverwertungswert eines Pokémons. Schauen wir mal. Wer braucht denn noch Spezialverteidigung? Du brauchst auf jeden Fall noch Spezialverteidigung. So. Ah ja, Aufleib bekommst. Passt, sehr schön. So, dann surfen wir hier gemütlich weiter auf diese Route. Und danach holen wir uns, okay, hier kann man absteigen. Hier kann man auch... Was? Musbach City? Ah, hier kommt man raus. Okay, dann könnte ich aber kurz schnell ins Pokémon Center gehen. Wenn ich schon da bin. Hallo Schwesterchen Schroll, ja. Bitte heile meine Pokémon, damit sie wieder stark und schwach sind. Nee, nicht stark und schwach. So.
Ja, also, das passt genau. Im Pokémon Center wirkt der Schutz nicht mehr. Nein, ich will nicht Pokémon lagern. Ich will Item bewegen. Item. Ablegen. So, meine beiden Sonderbonbons. Sonnenstein, Kingstein, Top-Elixier. So, das war's im Prinzip. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Jetzt reisen wir weiter da hin und her auf Route 127. Achso, ich sollte einen Topschutz auch einsetzen. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. So, wo bist du, mein Schützchen? Haben wir noch genug? So, wo sind die ganzen Trainer? Ich dachte, hier gibt es Trainer. Wo sind die Trainer? Aber auch ohne Trainer ist das Surfen hier so chillig. Wo sind die ganzen Trainer hin? Oder? Da ist eine Trainerin. Hallo. Hallo. Hast du auch einen Rivalen, gegen den du antreten kannst, zu verlieren? Ich habe einen Rivalen und gegen den trete ich an, um zu gewinnen. Oh, das ist schön. Donanta, ist mein Name. Oh, hallo Donut. Was? Hast du mich gerade Donut genannt? Nein, ich habe gesagt Donald. Ah, ich heiße auch nicht Donald. Das ist Donanta. Weißt du? Und Donanta ist ein schöner Name. Aha, ja, okay. Ja, wenn du meinst, dass Donanta ein schöner Name ist, dann lasse ich dir dann gefallen. Oh, ich hätte gleich machen sollen. Aber ja, so spare ich mir ein bisschen was. Und Level Up, sehr schön. Ah, ich hasse es zu verlieren. Das finde ich nicht schön. Ja, ich hasse es auch zu verlieren. Aber Gott sei Dank habe ich jetzt noch nie verloren. So. Immer schön leveln, das ist sehr schön. So, was gibt's hier? Oh, Route 128 sind wir hier schon. Route 127, Schutz wirkt nicht mehr. Alter, sind die Routen riesig. Ich will hier Trainer suchen. Denn ich muss trainieren. Aber so wie es aussieht, gibt's hier keine Trainer. Ah, da ist ein Angler. Hallo Angler! Ach, das Angeln habe ich einen gelassen. Heiterkeiten zu gekillt. Bitte lass es mich dir zeigen. Dann bekommst du vielleicht auch ein Geschenk. Oh, ein Geschenk? Für mich? Das wäre nicht nötig gewesen, Olaf. Hey, woher weißt du meinen Namen? Ich habe einfach so geraten. Ah, ja, das ist schön. Und alles, was schön ist, ist gut. Und was gut ist, bringt Freude. Ja, ja. Wenn du das so sagst. Ja, ist ja klar. Mein Weimar ist tot. Das finde ich nicht so schön. Aber Tentacher wird schon richten. Los, Tentacher. Ich habe gedacht, das ist nur Carpador. Was ist denn Carpador? Ich kenne kein Carpador. Ich kenne nur Carparich. Du Heido. Oh. Ja, das ist mein starker Hai. Mein Haihappen sozusagen. Und es hat natürlich Rauheit. Ist ja klar.
Aber wem erzähle ich das? Da musst du ja doch am allerbesten wissen. Oh, ich hasse Rauheit. Aber ja. Oh, Aeroas, sehr schön. Ja klar, so, Aeroas 60. Okay, mach mal Ruckzucki draus. Ja, Aeroas. Sehr schön, danke. Auch wenn ich verloren habe, so bleibt mein Herz doch ruhig. Dann lass dir eines sagen. Die Hosen kacken du gut. Ja, ja, du bist mir vielleicht ein Spaßvogel. So, oh, da ist auch ein Angler. Hallo, Angler. Ups, jetzt sag nicht, dass ich ein surfendes Pokémon am Haken habe. Ein Surf-Pokémon? Surfendes Pokémon? Aha. Ho, los, Kaniwana. Mach dich bereit zur Explosion. Was, Explosion? Warum? Tja, es muss explodieren. Hast du das nicht gewusst? Nein. Tja, das ist aber eine Schande für dich. Dass du das nicht weißt. Oh, ich hasse Rauheit. Oh, Tentoxa. What shall I do, Tentoxa is the cool move. Hahaha, das war ein Reim. Und das finde ich auch nicht fein. Und Klammerung ist böse. Boycheck. Superman dürfte auch mal wieder eine neue Attacke lernen. Sonst muss ich ihm einen Taucher beibringen, das will ich auch nicht. Hoho, mein Wickel! Oh, scheiße. Zu spät. Jawoll. Alle erreichen so schön ein Level ab, das gefällt mir. Ich kann so nicht weitermachen. Leider nein. Oh, da ist auch noch ein Angler. Oh. So, sorry. Ich hoffe, es hat jetzt nicht die Tonspur oder so verschoben. Oh, das ist der einzige Angler hier noch drauf. Gut. Den besiegen wir noch. Ja, das ist ein Kampf zwischen einem Pokémon-Fan und einem Angler-Fan. Aber ich angle nicht nur. Ich hab ein Kapital. Ich angle nicht nur, ich kämpfe auch. Weißt du? Alles klar. Du mit deinem Kapital. Warum hast du was gegen Kapital? Ich nick. Kapital ist ein legendärer Pokémon. Ja, ja. Wie geht's eures Kapodok-Pokémon? Hahaha. Ich lach mich tot. Ein Kapodok kann nur Platscher. Ah, das ist mir noch egal. Platscher hin, Platscher her. Platscher machen ist nicht schwer. Ja, ja. Oh, Gyarados. Das wird eine härtere Nuss. Lauf dazu Bedroher. Aber mein Bodycheck wird schon richten. Okay, auch nicht so viel, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht macht Surfer da ein bisschen mehr Wett. Naja. Ah, oh, Windhose ist nicht gut. Na, ist nicht gut, zieht auch nicht recht viel ab. Aua! Puh! Ich glaube, ich sollte das Pokémon wechseln. Snorra!
Du bist an der Reihe. Schlitzer. Und weg. Weg ist der Dreck. Nein, meine Schnur hat sich verändert. Party ist vorbei. Alles klar. Gibt es irgendwo noch irgendwas zu sehen? Wahrscheinlich nicht. Sieht aus, als wäre hier das Routenende. Nein, auch nicht die Puppe hinauf. Eigentlich wollte ich den Kapitel den Part jetzt beenden. Ja, sieht so aus, als ist hier das Routenende. Na gut. Wenn es hier eh nichts mehr zu sehen gibt. Oh, da ist ein Schwimmer. Aber dann quatschen wir nichts, Folge. Also, bis dann. Haut rein und ciao, ciao.